Ich weiß auch noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Kann ja halt nicht kündigen, so. Die macht halt sonst eigentlich einen ganz guten Job. Ja, was willst du machen, ne? Ja, ich habe mir gerade noch einen Zitronentee gemacht. Njam, njam, njam. Ganz frischen. So, okay, es regnet. Genau, ich wollte einen Störangeln, ne? Fürs Luau. Warte mal, wann findet das statt? War das morgen? Ist morgen schon, okay. Und Maru hat heute Geburtstag. Maru mag oh, so ein Kram wie Batterien und Erdkristalle und so. Das ging, glaube ich, auch klar, ne? Meine Geschenkmod ging, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, bei ihr waren Erdkristalle fein. Ich check das mal kurz aus. Nee. Blumenkohl. Radioaktiver Barren. Es ist so wild, dass es jetzt radioaktiven Stuff gibt. Blumenkohl ist das, was wir, glaube ich, gerade erübrigen können. Blumenkohl oder eine Erdbeere oder sowas. Barren habe ich noch nicht. Kochen können wir nicht. Okay, also keine Erdkristalle. Okay. Da war das ihr Vater, der, glaube ich, auch. Also klar, Emily steht halt auf Edelsteine und sowas, aber ich. Und ich glaube, Clint auch. Und ich glaube, ihr Vater halt auch stellenweise. Okay, aber Erdbeeren habe ich jetzt auch nicht einfach so übrig, ne? Zum Beispiel. Ja, wir können ihr besser einen Blumenkohl schenken. Okay, dann machen wir das. Ja, da wir eh zum Bergsee müssen und sie sich dort wahrscheinlich in der Nähe gleich befinden wird, passt das? Dann können wir das einfach schenken. Gibt für Blumenkohl. Ja. Ah, genau, Boltgarren. Goldbarren habe ich ja noch nicht. Aber Blumenkohl easy. Da habe ich ein bisschen was von übrig. Und Baby Noel. Entschuldigung. Radioaktives Zeug strahlt das auch so sehr wie die Cozyhaftigkeit von Lizzie? Ich weiß nicht, sag du es mir? Also, ich freue mich schon sehr auf diesen giftigen Regen, ja. Ach stimmt, die haben ja noch gar nicht offen. Ich freue mich schon sehr auf diesen giftigen Regen, den es geben soll. Ich frage mich, ob das so ein Ding ist, das regelmäßig kommt. Also ähnlich wie normaler Regen. Oder erst dann im zweiten Jahr, vielleicht irgendwann, wegen irgendeines Ereignisses oder so. Dass es dann erst auftritt. Da oben ist eine Traube. Bah, bah, bah. Darauf war ich nicht vorbereitet. Miau. Der Forellenarsch, Barsch. Entschuldigung. Gesundheit, Dankeschön. Ach, du kriegst schnell. Hätte ich damals schon mehr über ADS gewusst. Es hätte mir schon sehr viel früher gedämmert, ich sag's euch. Scheiße. Ich glaube, ich bin heute entweder nicht gut im Fischen oder die Fische sind heute arschig. Forellenarsch, ja, das ist halt. Ja, es ist halt witzig, weil Barsch. Barsch heißt ja im Englischen Brass. Und ne, du kannst halt sowohl Forellenarsch draus machen, als auch halt Ass. Wegen Brass. Großartig. Tolles Wort. Kennt ihr den Bass Guy Song? Ich weiß gerade nicht mehr. Oh, war das Girlfriend Reviews, die den. Nee, das war irgendjemand anderes. Gab irgendeine Creatorin, die hat aus Bad Guy von Billie Eilish hat die Brass Guy gemacht.
wegen Animal Crossing, weil du da immer ganz viele Barsche gefangen hast. Also Brass ist im Grunde. Ganz viel Brass gefangen hast. Oh, der ist zerstört. Und er ist Silber. Toll. Könnt ihr auf YouTube reinziehen. Und singt die ganze Zeit, I'm a Brass Guy. Das ist richtig gut. Und jeder, der Animal Crossing gespielt hat, fühlt es, weil man ständig irgendwie verdammte Barsche gefangen hat. Was denn? Oh Gott, bei mir fällt selbst das Kartenhaus zusammen. Ganz besonders das Kartenhaus fällt bei mir zusammen. Mein Bruder hat mir lange auch immer was zum Basteln geschenkt. Ja, es ist irgendwie, die Leute denken, dass alle Leute basteln mögen, aber ich finde Basteln richtig kacke. Deswegen bin ich immer begeistert, wenn Leute basteln. Weil ich das nicht so gerne tue. Und ich dafür nie eine Faszination gefunden habe. Aber ich habe halt schon immer viel gemalt und gezeichnet. Und geschrieben. Ich habe schon, keine Ahnung, in der Grundschule schon. Ihr kennt auch die Schulhefte, die klassischen. Auch in A4. Die dann so ein paar Seiten. Ich glaube, die hatten gar nicht so viele Seiten. Vielleicht irgendwas zwischen 10 und 20 Seiten oder so, diese Schulhefte. Wenn überhaupt. Ne, die man komplett vollschreiben konnte. Also immer wenn es hieß, hier, es gab immer diese klassische Aufgabe, vielleicht kennt ihr die auch aus der Schule, gerade aus der Grundschule. Ihr solltet eine Geschichte schreiben und eure Lehrer und eure Lehrerin hat zum Beispiel an die Tafel drei Worte oder 3 bis 4 Worte geschrieben und diese Worte müssen in eurer Geschichte in irgendeiner Form vor auftauchen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Baum, Radioaktivität, Quantenphysik und Weintrauben. Keine Ahnung, irgendwie so. Und ihr musstet dann daraus sozusagen eine Geschichte machen, beziehungsweise die mussten da irgendwie drin vorkommen, in irgendwelcher Form auch immer. Konnte auch an den Fahnen der Herbeigezogenen sein, weil ich meine, die hatten jetzt in der Grundschule nicht so hohe Anforderungen, was diese Stories anging. Und dann hieß es immer so, ja, schreibt bitte mindestens eine Seite. Ich habe eine Seite immer als ein Heft interpretiert. Ich habe mal ein komplettes Heft von mir gekriegt. Und ich stelle mir gerade so vor, wie so die Lehrerin damals von mir, gerade die Deutschlehrerin von mir in der Grundschule, sich dann immer abends mit einem Weinchen dann halt hingesetzt hat und ich dachte, boah, heute mal wieder von irgendwelchen Grundschülern Geschichten lesen. Gar keinen Bock. Und dann kommt so mein Heft einfach. Und denkt sich so, ach nee, die hat schon wieder halbe Bibel ganzer Hurensohn geschrieben. Und dann liest sie wahrscheinlich so die erste halbe Seite und denkt sich dann, ja okay, 100 Punkte. So in etwa. Ich glaube, so in etwa lief das dann ab. So viel zum Thema, ich habe halt gern geschrieben. Ich habe meine kreativen Talente dann halt anders ausgelebt. Als im Basteln. Ich musste aber auch jeden Freitag in so eine Bastelgruppe tatsächlich. Also so eine Bastelgruppe, die wurde von der Kirche aus halt organisiert. Das haben bestimmt einige von euch gehabt, dass sie so zu so Kirchensachen gegangen sind. Aber man geht da halt eigentlich nur hin, um die Kinder zu beschäftigen ein bisschen, ne? Ein bisschen soziales Leben kennenlernen, dies, das. Und quasi, hier, ich schicke mein Kind jeden Freitagnachmittag zur Bastelstunde. A.k.a. endlich mal Ruhe vor den Kindern. A.k.a. damit die auch mal was anderes machen als Fernsehen gucken. Das war immer, ich habe damals schon angefangen, mich extrem mit anderen Kindern zu messen. Ich glaube, deswegen hat mir Basteln auch oft nicht so viel Spaß gemacht. Weil ich immer nur gesehen habe, was andere gebastelt haben und es sah in meinen Augen immer besser aus als das, was die anderen, besser aus als das, was ich gemacht habe. Es war auch damals nicht so zuträglich, also mein Hass aufs Basteln, der wurde auch noch ein bisschen gefördert, ja. Es gibt LehrerInnen, die fördern Kinder sehr gerne und meine Werkenlehrerin, die war damals, glaube ich, schon mindestens 130 Jahre alt oder so, ne? Die war witzigerweise die Oma vom besten Freund meines Bruders. Und man könnte jetzt meinen, ah cool, dann kennt die dich ja. Also vielleicht
ich glaube, also sie kannte mich nicht, weil wir hatten mit der Oma von dem besten Freund meines Bruders halt nichts zu tun, gar nichts. Deswegen kannte die mich, glaube ich, nicht. Vielleicht kannte sie nicht mal meinen Nachnamen oder sie hat mich einfach gehasst, einfach schon wegen meines Nachnamens. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie meine Lust aufs Basteln sehr gefördert. Das war in der 3. oder 4. Klasse. Ne? Also, ich bin immer noch klein, aber klein Lizzie, ja. Wir reden hier von kleini-kleini Lizzie. Ja, kleini-kleini Lizzie hatte dann die Aufgabe, wie alle anderen in der Klasse auch, aus einem Schuhkarton ein Puppenhaus zu basteln. Ich fand die Idee toll. Ich hatte da Lust drauf. Und ich wusste auch, ey, das wird nicht so schön, wie die anderen das machen. Ich weiß das. Die Lehrerin hat mir übrigens gezeigt, dass sie das auch wusste, dass ich es weiß und das alles wissen. Ich habe eine 5 bekommen. Imagine ist 130 Jahre alt und lehrt Kinder an einer Grundschule werken. Wo es irgendwie auch um handwerkliches Geschick, Kreativität und sowas geht. Und du bist einfach so eine eiskalte Seele, dass du einem Kind eine 5 geben kannst. Für das, was sie da gebastelt hat. Sie meinte, ich hätte mir nicht genug Mühe gegeben. Ich, Tränen überströmt, mit meinem Puppenhaus wieder zurück nach Hause irgendwann. Mama, ich habe mir eine 5 gegeben. Meine Mutter so, die hat was? So, war das die Bitte? Und da kam ich glaube, das war so die erste richtige Erkenntnis, dass LehrerInnen richtig scheiße sein können. Du kannst Grundschullehrerin sein und Kinder hassen. Das hat es mir gezeigt. Die war wahrscheinlich so weit weg, selber davon noch innerlich ein Kind zu sein, um nicht zu realisieren, wann sich Kinder keine Mühe mehr geben. Vielen Dank, dass ihr mal beim TED-Talk dabei wart. Ich spiele immer noch Animal Crossing, fühle den Schmerz, habe aber alle Fische, also angel ich nicht mehr. Einfach ein Heft voll. Ja, es war insane. Ich habe viel geschrieben. Also so wie ich mit euch rede, quasi, ihr stellt mir eine Frage, ich beantworte 5. Ne? So läuft das ja hier immer im Stream. Und so ist es halt auch, wenn ich schreibe. Oh mein Gott, ich kenne das. Bei uns waren es Affe, Ritter, Löwe und bei mir kam dann die Legende vom Affen, der dem Ritter die Rüstung geklaut hat und durch die Welt gereist ist, um Lord Löwe zu besiegen. Süß. Oh, großartig. Hebe Sandy. Eine 5, wie grausam, oder? Oder? Ich würde es nicht übers Herz bringen, einem Kind eine 5 in irgendwas zu geben in der Grundschule. Also so unsozial ich, glaube ich, manchmal bin. Aber... Oder was heißt unsozial? Quatsch. Aber... So schwer ich Dinge manchmal nachempfinden kann, aber ich kann nicht einem Kind 5 geben. So. Erst recht jetzt mit meinen Erfahrungen natürlich nicht. Und ich weiß dann immer nicht, woher das kommt. Hassen die Leute Kinder? Haben die so sehr übersehen, was es heißt, ein Kind zu sein? Und nur weil etwas aussieht wie Scheiße, heißt es nicht, dass sich ein Kind keine Mühe gegeben hat. Ich fand das auch immer ganz schlimm. Ich habe ja Kunst als Fach geliebt. Ne? Kunst war ja mein Ding so, ne? Weil ich ja einfach auch viel gezeichnet und gemalt habe. Und der Unterricht zum Glück immer so aufgebaut wurde, dass es zu meinen Gunsten verfiel. Ich habe hier eins von diesen neuen Büchern. Zwei davon sogar. Juwelen des Meeres. Ich hab das zweimal. Ah! Neue Fähigkeit gelernt. Achso, ihr habt das Buch jetzt doppelt, ja? Nee, die erneute Lektüre dieses Buches wird einen kleinen Erfahrungsschatz liefern. Hä, wie cool. Ey, diese Bücher sind so nice. 100 XP, okay. Diese Bücher sind so cool. So, wie sieht's mit dem Stör aus? Shit, ich habe immer noch keinen goldenen Stör. Da müssen wir noch ein bisschen ran. Müsst ihr euch noch ein bisschen mein Gelaber anhören.
Das mussten wir auch machen. Hab ein Stück vom Teppichläufer und der Gardine abgeschnitten und die Tapete hinterm Bett musste auch dran glauben. Oh, Erinnerung. Wir hatten zum Glück Stofffetzen, die wir zur Verfügung hatten. Meine Mutter hatte zum Glück auch noch so ein paar Sachen, weil die halt früher auch viel genäht hat und so. Deswegen musste ich nicht ihre Gardinen abschneiden. Aber das wäre eine Sache gewesen, die hätte auch von mir kommen können, ja. Oder sie wissen nicht, was Motivation ist. Ja, das kann auch sein in Dalpa, ja. Beste Aussage, die ich mal von einer Lehrerin bekommen habe. Du stehst eigentlich auf 3, aber ich gebe dir eine 5, damit du dich nächstes Jahr mündlich mehr anstrengst. Tja, was ist das denn? Ja. Und sowas ist halt immer scheiße. Das ist so... Ich bin ja eh ein Mensch, ich bin der Meinung, dass sowas wie Faulheit nicht existiert. Zum Beispiel. Und Kinder sind erst recht nicht faul, weil die lernen... Die lernen ständig. Ich meine, es sind Kinder. Ich kenne mich jetzt mit Kindererziehung und Co. nicht aus, ne? Aber ich will mal behaupten, Kinder lernen ständig. Allein schon, weil sie ihr Umfeld wahrnehmen. So. Und genau wie Faulheit nicht existiert, glaube ich auch nicht, dass es vor allem faule Kinder existieren. Und wenn Menschen generell Dinge nicht tun, aus welchen Gründen auch immer, oder irgendwelche Sachen nicht tun oder gar nichts tun, ich finde, es hat immer einen Grund. Faulheit hat auch einen Grund. Ja, Faulheit an sich existiert für mich als, sollte für mich nicht als Begriff nicht wirklich existieren. Weil oftmals liegen solchen Aspekten immer Gründe, also liegt immer was zugrunde. Von Menschen, von denen gesagt wurde, ey, du bist faul, habe ich meistens erlebt, dass die extrem mit sich strugglen, dass die aufgegeben haben mit vielen Sachen, weil sie aufgegeben wurden. In vielen Fällen. Und ich merke halt, wie viel Glück ich hatte, dass ich mit meinem ADHS halbwegs durch die Schule gekommen bin. Dass ich da zum Glück viele, viele Dinge hatte, auf die ich wirklich Bock hatte. Vor allem, und auch tatsächlich, ich glaube schon fast, vielleicht stellenweise fast eine Art, ja, ich will es jetzt nicht Hochbegabung nennen, aber auf jeden Fall eine sehr hohe Begabung, was Sprachen und so zum Beispiel angeht. Was natürlich ein großer Vorteil ist, weil ich halt sozusagen im Schnitt besser in der Schule dann zurechtkam mit vielen Dingen, dadurch, dass ich halt eben Sprachen sehr schnell gelernt habe, eben Englisch, Deutsch war... Ich könnte euch keine Deutsch... Wenn mir irgendjemand sagt, ja, im Deutschen gibt es ja so und so viele Fälle, dann frage ich euch erstmal, was sind nochmal Fälle? Aber ich kann alles vernünftig anwenden. So, das ist wie, als hätte ich das im Grunde mit der Nabelschnur eingesogen. Wie Deutsch funktioniert, wie Sprachen funktionieren. Ganz schwer zu beschreiben. Und dadurch halt bin ich halt sehr schnell gut durch die Schule gerutscht. In Geschichte und Politik haben mich viele Dinge zum Glück extrem interessiert, dass ich mich selber reingelesen habe. Da hatte ich einfach großes Glück. Andere wiederum leider nicht. Ne? So, ich hatte in Mathe dafür auch kein Glück. Ich hatte in Mathe halt dafür ganz schlimme Zeiten. Und mir so viel Zeit meines Lebens verschwendet, Alter. Wenn man da mal früher ein bisschen genauer hingeschaut hätte, gut, meinen Eltern kann ich gar nichts vorwerfen, ehrlich gesagt, weil die haben mich ja auch wegen meiner Dyskalkulie und so zu gewissen Stellen geschickt, aber die haben scheinbar nie überprüft, ob ich vielleicht ADHS haben könnte. So, weil ich wahrscheinlich zu schnell, zu früh maskiert habe. Aber dann hätte ich vielleicht nicht so Probleme in anderen Sachen gehabt manchmal, vor allem in sozialen Dingen. Ey, Uschi, ich spiel mal wieder Lightyear, ey. Hallo, Chris. Ja, ich habe heute Morgen auch schon gedacht, wir brauchen hier so, ne? Vielleicht Sonntag oder so. Warte mal, was ich nicht mehr gemacht habe, ja. Als ob du dich da noch anstrengst, ey. Aber
Das ist schon echt ganz schön krass. Wie demotiviert man demotiviert man SchülerInnen in 3 Sekunden? Indem man ihnen sagt, ich gebe dir eine 5, damit du dich für nächstes Jahr mehr anstrengst. Ja, okay, cool. Ich ruhe mich erstmal aus. Könnte von meinem Fahrlehrer sein. Ich melde dich zur praktischen Prüfung an, damit du durchfällst. So lernst du was und ich habe mehr Geld. Hat wir denselben Fahrlehrer? Junge, habe ich viel Geld in Fahrstunden gepumpt. Und generell den Führerschein, ohne am Ende einen Führerschein zu haben, Leute. Einfach, weil ich mich nicht beim Fahren konzentrieren konnte. Faulheit gibt's nicht. Höchstens keine Motivation. Jeder Mensch hat Drive, irgendwas zu tun. Keiner will nichts tun. Genau. Genau, Chris. Diese Menschen, die von außen gesehen oder genau von außen als faul bezeichnet werden, haben eine große Wahrscheinlichkeit, oder es existiert meiner Meinung nach eine große Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu haben, Burnout zu haben, vergessen zu werden, hinten runterzufallen, in irgendeiner Art und Weise neurodivergent zu sein. Es gibt zahlreiche Gründe dafür, meiner Meinung nach. Kein Mensch kommt auf die Welt und ist einfach faul. Wir wissen alle, gerade hier in der Community, wissen wir alle, wie es ist, wenn man bestimmte Muster anerzogen bekommt. Das kann sehr positiv sein, das kann aber auch sehr negativ sein oder auch irgendwas dazwischen sein. Oder einfach sehr neutral sein. Und mit diesen Sachen, die uns beigebracht werden, müssen wir halt irgendwie dann klarkommen. Oh, wie oft wurde meinem Bruder gesagt, dass er faul sei. Oh mein Gott. Er war derjenige, der nicht in der Schule klarkam. Ja, und ich war dann dadurch irgendwann so ein bisschen die, ich sag mal, durchschnittliche Musterschülerin. Ne, ich bin nicht groß aufgefallen. Ich bin nur in Mathe aufgefallen halt. Und ein bisschen Naturwissenschaften und so. Weil das für mich nicht greifbar war. Weil ich habe immer das Problem, ich muss Dinge von hinten nach vorne verstehen. Das ist immer mein Problem. Das hat es immer ein bisschen schwierig gemacht für mich bei vielen komplexen Geschichten. Weil ich Dinge von hinten nach vorne sozusagen lerne. Vier Fälle, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Ich weiß, Jules muss mir das letztens sagen, was noch mal wie die Fälle nochmal heißen. Ja, aber ich kann sie halt alle anwenden und so, nur weiß ich halt nicht, dass ich sie anwende. Mathe und Naturwissenschaft fand ich in der Schule auch ganz schlimm. In Dalpa, ich war so verzweifelt einmal in einer Chemieklausur, dass ich wusste schon, als ich den Zettel hingelegt bekommen habe, das wird nichts. Das Einzige, was ich in eine Zeile in der ersten Aufgabe geschrieben habe, war Mäh. Und dann hat die Lehrerin als Notiz daran geschrieben, als sie mir die 6 ausgehändigt hat, Kikeriki? Fragezeichen. Die wusste auch gar nicht, was mit mir los ist. Ich auch nicht. Chemie habe ich nie verstanden, bin ich ehrlich. Chemie war etwas, das ist ein Fach, das habe ich nie verstanden. Ich weiß nicht, habe ich nicht gerallt. Was sagt eigentlich der Stör mittlerweile? Immer noch keiner. Oh, der kommt auch gar nicht mehr. Der ist nur bis 19 Uhr da. Ja gut, dann wird das mit der Suppe morgen nix. Können wir noch irgendwas anderes reinwerfen in die Suppe? Beste Reaktion. Es gibt auch Silbersachen, die wir reinschmeißen können.
Blobfisch, Eispip, Goldei, große Ziegenmilch, helles Bier. Sohn vom Purpurfisch? Okay. Sternfrucht, Straßenei, als ob ich das alles habe. Wein, Wein, Wein. Achso, das ist alles nur Wein und Ziegenkäse, okay. Ananas, Anglerfisch, Bier, Blobfisch, Blumenkohl. Katzenfisch. Vielleicht haben wir den goldenen Katzenfisch. Ich guck mal kurz nach. Nein, ich habe nur einen silbernen Katzenfisch, denn den goldenen habe ich wohl verkauft. Ich glaube, ich hatte den goldenen. Haben wir das Geschenk schon gemacht? Nein, habe ich vergessen. Ich hab die ganze Zeit geangelt, scheiße. Ich habe einen Hang zu Wissenschaft und zu logischen Systemen, aber in der Schule habe ich es immer gehasst und immer eine 4 oder 5 gehabt. Und jetzt Informatiker, ja. So kann's laufen, ne? In meinem zweiten Klassezeugnis steht, wenn sie nicht so oft an die C-Steine im Mund hätte. Was? Wenn sie nicht so oft die Zählsteine im Mund hätte, würde sie besser am Rechnen sein. Oh, Mädi, geil. Notfalls die kaputte Brille reinschmeißen, ja. In der Schule lernt man ja auch nicht das, was Chemie oder Physik eigentlich ist, ja, ja, ja. Ich fand es interessant, als es dann in Physik zum Beispiel zu den Themen kam, wie, Radioaktivität und sowas. Das fand ich mega spannend. Gern Physik. Das hat mich interessiert und boom, da hatte ich auf einmal eine gute Note. Wie lange hast du eigentlich gestern noch Dragon's Dogma gespielt und hat es langsam Klick gemacht oder dich dann doch irgendwie verloren? Nee, verloren hat es mich noch nicht. Also es macht, glaube ich, schon Spaß. Ich kam nur gestern noch nicht so viel dazu zu spielen. Ich hatte echt wenig Energie gestern generell. Aber ich bin gestern auf jeden Fall zwischen dem Lager und dem anderen Anfangsort sehr viel rumgelaufen und habe mich mit Wölfen geprügelt. Und ich wollte Banditen töten, dann haben die mich aber niedergemacht und ich war ständig in irgendeiner Blendwolke drin, die einfach nicht mehr wegging nach 5 Minuten gefühlt. Und dann haben die mich noch kaputt gemacht, weil ich nichts mehr gesehen habe, nach einer halben Ewigkeit. Ja, deswegen versuche ich weiterhin zu den Banditen zu kommen. Hab's aber bisher noch nicht geschafft. Weil dann kamen Wölfe und irgendwann bin ich in ein anderes Gebiet reingesteppt und dann wurde alles ganz wild. So, ich wollte gucken wegen irgendeinem Fisch, aber ja, den Katzenfisch haben wir halt leider nicht, den goldenen. Ja, der goldene Stör habe ich nicht. Wein, 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 Ziegenmilch, Ziegenkäse habe ich alles nicht. Radioaktiver Karpfen, okay. Pfifferling. Oh, ein Pfifferling hatte ich noch nicht. Glaube ich. Morschel habe ich, aber noch keinen Pfifferling. Süßkartoffel. Nee, habe ich auch noch nicht. Süßkartoffeln gibt es ja noch gar nicht. Straußenei, Superseegurke. Habe ich auch nicht. Ah, wie Trüffel, violetter Pilz. Ah, okay. Bier, Gletscherfisch, Bier. Wir können uns ein Bier kaufen. Obwohl das, nee, das Bier muss Goldqualität haben. Ah, wenn wir das kaufen, hat es ja nur Standardqualität.
Du bist auf dem Hauptweg zur Hauptstadt nach links abgebogen. Das ist sehr, sehr hart da. Vor allem die Banditen. Ich würde empfehlen, das mal zur Hauptstadt zu tingeln. Da begleitest du ja eine Karawane. Ich glaube, einmal war ich schon bei dieser Hauptstadt kurz. Und dann bin ich irgendwie wieder abgedriftet. Ich weiß auch nicht. Oder? Nee, bei der richtigen Nee, beim Lager war ich nur. Beim Vasallenlager. Genau. Und ich dachte, ich könnte vielleicht schon die Aufträge zwischen dem Lager und dem ersten Ort machen. Aber scheinbar sind die teilweise noch ein bisschen hart. Also bei der Diagnostik musste der Arzt sehr schmunzeln über meinen Zeugnissen. Auch schön ist, wäre ihr Redefluss auf Ziel gerichteter, wäre ihre mündliche Mitarbeit besser. Sag mal, was hat denn da eigentlich für ein Zyniker deine Zeugnisse geschrieben? Was ist das denn? Der Kupferbarren schmeckt dem Gouverneur bestimmt, ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, das wird noch nichts mit der Suppe. Das ist schade, aber auch kein Weltuntergang. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen Fisch gibt, den wir nochmal eben schnell fangen können. Wo kriegen wir denn den Katzenfisch? Ah, den gibt's im Sommer nicht. Doch, gibt's im Sommer. Aber nur in den geheimen Wäldern. Shit. Ja, Melonen habe ich halt noch nicht. Ja, das ist dann leider nix. Gute Reaktion. Was wäre denn eine gute Reaktion? Apfel, Artischocke, Banane, Bier. Blauer Diskusbuntbarsch. Okay, wilder Name. Blumenkohl. Ja, wir können halt irgendeinen Blumenkohl reinwerfen. Was soll das denn, Frau Angler, bitte? Frau Angler, das sieht ja geil aus. Auch neuer Fisch. Grünkohl, große Milch, Hecht. Ein Hecht hätte ich auch. Ich schmeiß da einfach einen Blumenkohl rein. Wir haben halt leider keinen goldenen. Reicht halt leider dann nur für eine gute Reaktion. So, Maru, ne? Oh Gott, meint ihr, wir erwischen die noch? Die ist auch gerade nicht zu Hause, glaube ich. Ich sehe auch leider nicht, wo sie abhängt. Was liegt denn bei Regen? Der beste Satz in einem meiner Zeugnisse, der Junge hat ein treues Kurzzeitgedächtnis. Sag mal, was ist das denn, ey? Ich habe leider meine ganzen Zeugnisse nicht mehr. Das ist halt super scheiße. Jetzt hätte ich das gern mit euch geteilt. Ah, oh, Maru ist wahrscheinlich schon zu Hause, oder? Ich finde die ja auch nirgends. Frau Angler ist ein legendärer Fisch aus 1,5 noch. Ah, okay. Maybe die goldene Karotte. Das Wiki ist ja noch nicht aktuell. Vielleicht geht der ja. Oh, hatte ich eine goldene Karotte? Oh, ich check mal kurz ab, wo Maru ist. Ich meine, das ist jetzt auch kein Weltuntergang, ne? Wo bist du denn so? Tagesablauf, Sommer, Regen, 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 Schlafzimmer. Oh, die ist die ganze Zeit nur zu Hause. Ja, okay. Gut. Macht's gut. Das war's dann. Ja, goldene Karotte wäre eine Idee. Wenn ich da eine habe, dann probieren wir es einfach mit der. Ab zum Tierarzt mit Doggo. Viel Erfolg. Mein Klassenlehrer ist, glaube ich, oft an mir verzweifelt. Ich habe keine Vorstellung davon, was in meinen Zeugnissen steht, ey.
So. Genau, goldene Karotte. Ja, das testen wir auf jeden Fall mal aus. Wir haben ja nichts zu verlieren in dem Sinne. Aber, nee, ich glaube, ich... Ah, da ist sie, ja. Ist doch die einzige Karotte, die wir haben. Ich muss mal gucken. Ich hatte doch vorhin Samen... Manchmal werde ich hier blockiert. Ich habe hier doch vorhin Samen gekriegt. Sommerkürbissamen. Ah ja. Aber die können wir mal eben anbauen. Na, wenn ich die Karotte in die Suppe schmeiße, dann haben wir auch keine Karotte mehr, ne? Die ist dann gone. Auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Wir brauchen die auch nicht für irgendein Bundle oder so. Das geht dann schon. Gut, dann den Trash da rein. Okay, also morgen ist Luau. Dann können wir das morgen machen und wir testen mal, was bei der Karotte rauskommt. Was ist das Wording nochmal, wenn man das gut macht? Dim, 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 dim. Beste Reaktion. Ach du meine Güte, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Das ist quasi das, was wir erwirken wollen. Mal gucken, ob wir es mit der goldenen Karotte hinkriegen. So, okay. Dann haben wir noch ein bisschen Energie. Ich würde noch ein bisschen angeln vielleicht. Gucken. Vielleicht ziehen wir auch mal einen Fisch raus. Ich brauche noch den Waldspringer. Sie auf Stars Musik gerade, oder? Ja. Jetzt kommt leider nur Scheiße raus. Oh, eine Sache fällt mir gerade ein. Ich gucke zu selten in meine kleine Ecke hier auf der Farm. Ne, wir haben ja die Waldfarm und da tauchen dann wieder mal random Pilze auf. Das ist ja der Vorteil in der Farm hier. Und vielleicht kommt man hier nicht durch. Und vielleicht kann man hier zwischendurch doch nochmal ein paar Pilze sammeln. Aber nee, wir sind gerade nur Trauben. Dim, dim, dim. Komme ich da oben durch? Gut. Kann ich da bitte durchgehen, bitte, Mami? Danke. Rums. Ich muss immer um so einen Busch drum herumlaufen, ey. Die Kisten sind total doof platziert, aber die sollen ja auch nicht stehen bleiben. So, hier die Müllzieh, die ist auch mit reingeschmissen. Die sieht so aus. Okay. Jetzt auch schon 11. Ich glaube, ich gehe einfach schlafen. Da habe ich dank Stardew gerade eine kleine Pause, eingelegt. Hoffe, ich komme bald wieder dazu. Ich bin auch so gespannt, wie du es am Ende findest, ey. Entschuldigung. Luxuswurmbehälter. Oh, das ist gut. Verkleideter Dreher und der Wiederhaken. Yes. Also wir haben unser Angeln gelevelt. Hallo, Piwi. Willkommen. Hallo. Ja. Ach, Entschuldigung. Heute kommt Leben vom Land. Ja. Ich würde tatsächlich Leben vom Land immer ein bisschen überprüfen, weil es kann ja auch sein, dass ein paar neue Sachen dazukommen. Ja. Aber hier geht es eigentlich nur um Muscheln und Korallen und sowas. Also soweit nichts Neues. Ist hier in den Kisten eigentlich noch irgendwas drin? Ja, Narzissen und ein Hut, okay. Ist klar.
Gut, ich gieß mal eben meinen Stuff. Soll Chonka streicheln. Chonka was zu trinken reinkippen. Essen braucht er scheinbar nicht. Ein Blümchen. Muss eben die Gießkanne auffüllen. Das wäre wichtig. Yes, yes, yes. Luxuswurmbehälter, den habe ich noch nicht. Produziert der schneller Köder? Ich weiß gar nicht, ist das nicht der normale? Nee, tatsächlich ist es ein neuer Luxus. Produziert regelmäßig Luxusköder. Die Würmer sind Selbstversorger. Also scheinbar kriegst du da geilere Köder raus. Die sind wohl dann einfach besser. Und hier ist auch ein Köderhersteller. Platziere einen Fisch darin, um einen bestimmten Köder zu erzeugen. Das sehe ich auch gerade zum ersten Mal, das Ding. Aha. Braucht man Eisenbarren für. Du musst aber den Wurmeimer bauen, um den Luxuswurmbehälter zu bauen. Für den brauchst du 30 Moos. Ah, dafür braucht man Moos dann. Okay, verstehe. Moos kommt, glaube ich, erst mit diesem giftigen Regen oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay. Da müssen wir auch mit warten. Kann ich denn schon Crabpots machen eigentlich? Ja. Haben Reusen. Ah, für die Reusen braucht man einen Eisenbarren. Ja, ja, okay. Da muss ich mich auch ranhalten. Es gibt vieles, wo ich mich ranhalten muss. Ich kann jetzt einfach kein anderes Open-World-Spiel mehr spielen. Ich habe aktiv mein Leben mit DD1 und 2 zerstört. Das kann gut sein, ja. Also, nachdem du da fast 100 Stunden drin verbracht hast, in so kurzer Zeit auch noch. Ich meine, wann hast du das mal gehabt, dass du wirklich mal so lange in so kurzer Zeit an einem Spiel dran warst? Das ist doch, das war doch zuletzt 1875. Stunden in 10 Tagen, Alter. Ey, zum Glück hattest du da gerade diese Osterpause, ne? Das war echt dein Glück. Ja, Moos habe ich gestern das erste Mal gefunden. Oh, ich bin gespannt, ey. Mein Sommerkürbis ist... Der ist ja niedlich. Kann man auch öfter... Ja, hier wäre eigentlich auch gut ein Sprinkler gewesen, ne? Für Sachen, die öfter Dings tragen. Hast du mich gerade unterschwellig alt genannt? Wenn du das so interpretierst, ist es deine Interpretation. Ich bin nicht verantwortlich für das, was du verstehst. Sieht aus wie eine gelbe Zucchini, aber ist echt so. Aber er gönnt nur silberne, ne? Sonst hätte man auch die davon eine goldene reinschmeißen können. Aber er gönnt nur Silber, der kleine Schlingel. Da gönnt dann nur Silber. Ich gucke nochmal nach den Pilzen. Vielleicht haben wir ja Glück. Steck gerade fest. Nein, das ist nix. Ich hab mein Schwert eingelagert versehentlich. Fuck. Kam wieder durch den Orga-Button. Muss ja irgendwie durch Better Chest passieren, dass er irgendwie das Schwert mit einlagert. Stimmt, ja, mir ist. Ich meine, ich habe das die ganze Zeit immer schon gesehen, dass hier irgendwie so Moos dran klebt, aber. Ich bin ehrlich, mir war nicht bewusst, dass das Moos ist. Muss man den fällen, um an Moos zu kommen, oder wie funktioniert das? Sieht auch hübsch aus, finde ich, mit dem Moos dran. Okay, das Luau beginnt. Vicky, warte schon mal los. Ah, mit der Sense? Moment, probier das kurz aus. Entweder du nennst mich alt oder du hältst mich für Keanu Reeves. Mhm. Das kannst du dir jetzt selbst zu Ende denken. Oh! Ich habe den Baum rasiert. Ich habe Moos.
Das Geile ist, ich habe es die ganze Zeit gesehen, dass die Bäume eigentlich irgendwie anders aussehen, aber ich habe es weder angesprochen, noch so richtig realisiert. Also ich habe es gesehen, aber nicht realisiert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz strange. Aber gut, wer weiß schon, wie mein Hirn funktioniert. Ist ja cool. Neue sexy Lebewesen. Hallo, Ricardo. Hallo. Wo sitzen Kinder, wenn sie zur Schule gehen? Nirgendwo, denn sie gehen ja. Oh mein Gott.